Der Mäus-Thematik, das ging ja überall durch die Decke, wie Mäus da ausgerastet ist auf Instagram mit seinen 1000 Fake-Accounts und Stories veröffentlicht hat, bla, das hatte er so, war halt Mäus, Digga, der war riesig damals, ne? Alter, das war so krank. Also das war, glaube ich, somit das Krankeste, was wir die letzten 10, 15 Jahre erlebt haben, was so ein Abschluss und so ein, ja, keine Ahnung, das war schon ein kranker Film, oder? Also Man in the Mirror, die ganzen Vorwürfe an die Ex und die Videos und Instagram-Stories. Also ich muss auch zugeben, dass ich da ziemlich aktiv war. Ich hing da total dran. Ich habe mir immer die neuesten Stories reingezogen. So, das war so ein bisschen wie so ein Unfall, wo man nicht weggucken kann. Man will aber auch nicht hingucken. Also man hat es irgendwie angeguckt, obwohl es alles so komisch war und so cringy und so unangenehm. Aber man hat sich trotzdem rein... Ja, komplette Psychose, ne? Aber Digga, da waren auch Aussagen drin, ne? Ich weiß doch, diese eine Aussage, in der Mäus irgendwie meinte, mit diesem Kontrollieren, wo er so sagt, er ist froh, dass er sie nicht umgebracht hat. Weil er sich, also überleg dir mal die Aussage, er ist einfach froh, dass er sie nicht getötet hat. Er gibt zu, dass er seine Ex geschlagen hat und er findet es in Ordnung, dass er sie geschlagen hat. Die Leute sollen froh sein, dass er sie nicht getötet hat. Bro, das ist krass. Alter, das war wirklich krank. Wirklich ganz, ganz heftig. Es war... Wenn man versucht auszublenden, was für eine kranke, ernste Thematik dahinter steckt, war es unterhaltungstechnisch, war es Gold, aber also von der Thematik her auch geisteskrank. Hab Mäus verfolgt, seit er 300 Abos hatte und hab den entfolgt, seitdem er mit dem Keller da angefangen hat. War trotzdem heftig zu sehen, wie jemand, den man von Anfang an supportet hat, so abgestürzt ist. Ja, es ist halt schade, weil Mäus so, es war jetzt nicht meine Bubble, bin ich ehrlich. Ich hab Mäus am Anfang auch verfolgt, weil anfangs hat er ja viel so JBB-Content gemacht. Ne? Da gab es dann auch viele Reactions auf mich natürlich und dadurch habe ich mir das reingezogen. Der ist ja recht schnell gewachsen. Später, als das dann mit diesem, wie hieß das nochmal, Hit-Or... Mann, wo es um dieses Fragen stellen, die man richtig beantworten muss oder wo die dann da irgendwelche Leute bewertet haben mit Manuelsen und so. Das war alles nicht mehr meine Welt. Habe ich alles nicht mehr so geschaut und habe mich da irgendwie auch nicht wiedergefunden. So. Ich glaube, das war einfach für eine jüngere Generation da. Das war einfach nicht mehr interessant für mich. Aber er war halt trotzdem eine große Nummer. Ist halt schade, dass das alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ah, richtig oder Faust, genau. Und der Antisemitismus auch nicht... Ja, das war auch... Digga, da habe ich ja auch Posts zugemacht, weil ich das so krass fand, wie normal es für ihn war, zu erwähnen, dass Sunny Jude ist. Also wie das immer wieder hervorgehoben wurde. Ne? Sie hat mich betrogen mit einem Juden und so. Und ich mir so, Digga, in welchem Jahrhundert? What the fuck? Aber was ich noch beängstigender fand, als dass Mäus sowas gesagt hat, waren die Kommentare darunter. Weil einem da erst aufgefallen ist, was für ein krasses Problem wir immer noch mit Antisemitismus haben. In Deutschland. So. Also gerade bei so muslimischen Mitbürgern so. Man muss es einfach sagen, ich habe ganz viel in der Hinsicht gelesen von, ja, offensichtlich Muslimen so, in den Kommentaren, was nicht heißt, dass jeder Muslime antisemitisch ist, ne? Aber es war schon auffällig, wie krass verbreitet es da ist. Und wie viele aus dieser, aus dem Kreis solche Gedanken und Meinungen haben. Das war schon echt krass, Digga. Ich war schockiert. Ohne Witz so, dass es so normal ist für viele, ja, da so judenfeindliche Aussagen zu treffen, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Also, das ist schon krass. Ja, also, ich finde, man lernt da aber auch, dass es uns nicht gelungen ist, bestimmte Wertesysteme und Ansichten aus anderen Kulturen irgendwie zu bekämpfen. Die Sache ist, ich habe so drunter geschaut, die Kommentare, und habe mir das angeguckt und es gab sicher auch so einige oder viele Nicht-Muslime, die solche Scheiße labern. Ne? Also das will ich gar nicht verneinen. Aber mir ist vor allem halt aufgefallen, dass gerade so in diesen muslimischen Kreisen das sehr heftig war. Und da denke ich mir halt, ich finde es krass so, wenn wir es nicht schaffen, keine Ahnung, Menschen, die hier seit Jahrzehnten leben, solche Vorurteile irgendwie zu bekämpfen in der Schule und so weiter, dass es nicht ausreicht. Oder dass wir da irgendwie, keine Ahnung, dass da irgendwas schiefgegangen ist in der Hinsicht. Ne? Hat auch viel mit Israel-Palästinenser. Ja, safe. Das ist ja auch so ein Riesending, jetzt gerade so in den letzten Monaten wieder. Wobei es war in den letzten Jahren natürlich immer schon ein großes Ding. Jetzt nur nicht für mich, weil ich da nicht so aktiv von betroffen war. Aber jetzt im letzten Jahr ist es natürlich alles nochmal eskaliert und so. Und dann haben sich da die ganzen, ja, die Seiten wieder hochgeschaukelt und so. Aber ich finde es halt einfach beängstigend, die Richtung, in die es mittlerweile geht. Ne? Also ich habe dazu ja auch so ein paar Twitter-Beiträge gemacht, dass, ja, ich finde es einfach krass, dass wir mittlerweile an so einem Punkt sind, in dem die Fronten so verhärtet sind und in dem jegliche Seiten eines, also egal von welchen Kriegen wir reden, ob jetzt Russland, Ukraine oder Palästina, Israel und so, dass wir mittlerweile an so einem Punkt sind, in dem ja, bestimmte Menschengruppen ganz klar für sich selbst
den Anspruch haben oder für sich selbst in der Meinung davon, überzeugt sind, dass sie richtig liegen. Ich meine, dazu neigen wir Menschen immer. Aber gleichzeitig mit diesem richtig liegen geht einher, dass es legitim ist, Menschen zu töten und dass es richtig ist, sich darüber zu freuen, dass diese Menschen sterben. Und das finde ich halt krass so. Weißt du, also dass es Ansichten gibt von, dass keine Ahnung, egal auf welcher Seite Menschen sterben, sich darüber gefreut wird, dass Clips geteilt werden, wie irgendein Soldat in die Luft gesprengt wird und dann freut man sich darüber und macht sich vielleicht noch lustig und dann wird so eine Unterhaltung geführt, als wäre das so ein Fußballspiel. So, keine Ahnung, Nation A hat eine Bombe geschmissen, dann kommt, bah, ihr werdet sehen, Nation B wird sich so rächen und dann werdet ihr alle weggesprengt, ihr Opfer. Und ich denke mir so, Bro, wie kann das sein, Digga? Ich dachte immer durchs Internet, ich habe immer gedacht, das Internet würde uns irgendwie helfen und würde dazu führen, dass wir das überwinden und uns darüber bewusst sind, dass wir alle immer denken, wir wären im Recht und dass wir, keine Ahnung, solche Morde und menschenverachtenden Ansichten irgendwie gemeinsam, dass wir uns da gemeinsam entgegenstellen, aber eher im Gegenteil. Das ist echt schwierig. Zwischen den beiden Kriegen muss man nochmal differenzieren, aber das Behandeln des Gaza-Konflikts, als wäre es Champions-League-Finale, ist schon absolut geisteskrank und falsch. Ja, ich finde das halt bei allen Kriegen immer schwierig. Also natürlich kannst du für in gewissen Kriegen, ne, also es kommt ja mal drauf an, wie bist du groß geworden oder in welcher Nation lebst du, ne? Also welche Informationen konsumierst du, mit welcher Wertevorstellung bist du aufgewachsen, mit welchen Vorurteilen, ne? All diese Dinge kommen zusammen und führen dich am Ende zu dem Ergebnis, dass du der Meinung bist, Nation A ist im Recht oder Nation B ist im Recht. Aber ich glaube, das ist völlig normal, ne? Dass jetzt, keine Ahnung, Palästinenser oder wenn Leute, die da aktiv involviert sind in diesen Konflikt aufgrund Familie oder so, dass sie darauf eine andere Ansicht haben. Aber ich finde es halt schwierig, wenn es von beiden Seiten aus, wenn man weggeht von einem nationalen Konflikt und es so emotionalisiert und so überzeugt ist von seiner eigenen Meinung und es über andere Menschenleben stellt, dass es irgendwann in Ordnung ist, sich darüber lustig zu machen oder sich darüber zu freuen, wenn Menschen sterben. So. Ich weiß, klingt ein bisschen naiv, aber ich würde es cool finden, wenn Palästinenser und Israelis zusammen auf die Straße gehen und gegen Krieg demonstrieren. Natürlich würde es nicht passieren, aber so stelle ich mir eine Traumwelt vor, verstehst du? Auch wenn es einen Konflikt gibt, dass es keine Lösung sein kann, wenn sich Menschen gegenseitig abschlachten. Das ist so meine Ansicht. So. Ne? Natürlich muss man eine Lösung finden, aber das kann nicht die Lösung sein, dass sich Menschen gegenseitig wegschlachten. So. Das ist doch einfach, keine Ahnung, schwierig. Die Schuldigen sind aber immer noch die Entscheidungsträger und niemals die Bevölkerung selber. Ja, und das ist das Problem, dass aber sich dann über die Tode der Bevölkerung lustig gemacht wird, weißt du? Also am Ende belächelt man dann den Tod oder feiert den Tod eines Bürgers. Auch bei Russen freue ich mich nicht, wenn die getötet werden. Ja, das meine ich ja eben. Davon rede ich ja. Auch in dem Konflikt gab es genau die gleichen Probleme, dass du irgendwie auf Twitter scrollst und dann siehst du irgendeinen russischen Soldaten, der in die Luft gesprengt wird oder irgendwie bettelt und dann schießt die Drohne den trotzdem nieder und dann schreiben die Leute, ja, yeah, Mann, fick den endlich und so, ja, Mann, die sollen sehen, was sie davon haben und so. Und ich denke mir so, Digga, das ist so krass, Alter, das ist so krass, was. So, für mich hat das irgendwie auch was mit Dummheit zu tun, weil die Leute nicht unterscheiden können zwischen so am Ende sind ja die Leute, die für diese Kriege verantwortlich sind, nicht die gleichen, die auf dem Schlachtfeld sind. Also irgendwo schon, weil würde keiner zum Krieg gehen, dann gäbe es keinen. Aber trotzdem würde ich, also ich freue mich nie darüber, wenn Menschen sterben. So, ist einfach immer scheiße, dass es so sein muss oder dass es so ist, ne? Schwierig, ja. Aber bei mir ist es genau das Gleiche. Ich bin mittlerweile auf Twitter auch eher ein bisschen passiver unterwegs, weil du kriegst halt nur noch schlechte Laune. Ja, du kriegst nur noch schlechte Laune, wenn du dich mit diesen Themen beschäftigst. Deswegen, ich bin da eher so immer noch auf meinem alten Film. Ich gucke mir nicht viele News an, ich lese recht wenig, was so in der Welt passiert. Aber manchen Sachen kannst du natürlich nicht entkommen.